Samstag 16 Uhr und somit wieder Zeit für PlayStation 4 und LS15. Die Karte ist auch noch etwas. Was ist denn heute los? Ich krieg meinen Text nicht mehr zusammen, YouTube. Folgendes: Ich wollte hier schon mal den. Ich kaufe mir irgendwann mal eine Quallerbeinpresse. Ich weiß, man soll das mehr mit den Rundbeinen machen, aber ich möchte so gerne mal einen haben und das mache ich auch. Ich habe nur kein Geld. Das ist das Problem. Oder was kosten so ein Ding? Ich möchte jetzt mal. Warte mal. Ich weiß, sagt wieder, hey, was soll der Käse? Und 128.000. 128.000. Hey, das ist doch nicht die Welt. Ja, wir haben immerhin schon 10.000. Haben wir schon. Ich könnte schnell ein bisschen Forstkrams wegbringen und. Was machen wir auch? Der Drescher hat noch zu tun. Dann koppe ich die jetzt mal wieder an. Lass die Beine nochmal liegen. So. Ich muss hier nochmal gucken, was jetzt hier gesägt ist und was nicht. Was ist jetzt hier schon gesägt? Ja, das ist gesägt, okay. So, auf die mache ich hier schon mit. So. Das war echt lange Dinger, ne? 21, 22. Na, komm schon. Manchmal ist es doof, dann hast du eben stehen, kriegst die Markierung und wenn du hinhockst, ist sie weg. So. Ah, hier wieder das Gleiche jetzt, ne? Ja, dann kam noch die Bemerkung, hey, ich freue mich schon, wenn du mit Kühen anfängst. Wir haben schon Kühe. Fand ich viel, ja, aber ich gucke gleich nochmal, wie viel Milch da aktuell überhaupt da ist. Und der Baum hier hat es echt in sich. Der ist schon bald ein Anhänger voll, das Ding. Ja, müssen wir nochmal teilen. So. Cool, wie der die Balance hält. Hatte ich jetzt eigentlich schon eine Baumfräse? Eine Stumpenfräse vielmehr. Mal durchschauen. Nee. Doch. Wo ist denn das Ding? Ich würde hier schon ganz gerne mal wieder ein bisschen aufräumen. Haben wir die noch hier irgendwo oder wo ist die? Das muss ich mal gucken. Das ist nicht, das ist nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Da ist er. Okay, die liegt bei den Schafen. Die Stumpenfräse liegt bei den Schafen. Da könnten wir. Warte, wie mache ich das? Ja, gut, ich müsste jetzt nicht umbilden. Na doch, ich hole sie mal. Vor andererseits wollen wir jetzt Geld verdienen, ne? Ich weiß nicht, wie weit die Schafe sind, deswegen überlege ich auch gerade, ob wir. Warte mal, Kuhbestand. Kann man ja hier sehen. Ja, doch.
Haben noch Platz, das ist erst 62% mit der Wolle. Und hier sehen wir, wir haben 31 Kühe immerhin, ne? Und haben jetzt auch 11.000 Liter. Ansonsten haben die noch alles genug drin. Wird die Kühe dann natürlich auch in Kürze nochmal wieder aufstocken. Müssen auch wieder mal rüberspringen zum Drescher, wie weit der ist, aber hey, steig mal ein. Der ist eigentlich hat der. Oh. Rechts ist, dass wir die Stumpen nicht weggemacht haben. Der Drescher hat ja einen großen Korntank, also ich denke mal, der ist noch nicht voll. Hatten wir erst abgetankt. Okay. Also für alle, die sich hier auch ein paar Spieltipps holen wollen, es ist so, du kannst natürlich auch alles locker wirklich mit den Kranen aufladen. Ne? Also mit dem Anhänger hier, es lohnt sich schon, den zu kaufen. Müsste man jetzt nicht unbedingt machen. Gut, du musst dann halt mehr umsetzen und so. Ne? Aber es ist durchaus machbar, wenn man Geld sparen will und nicht zig Trecker zur Verfügung hat, dann kann man es auch erstmal mit dem machen. So. Wir sind so weit drüben. Ja, ich bin ja gespannt, bei welcher Folge wir dann das Ganze hier komplett frei haben. Ich hoffe mal, bis Folge 100 sind wir dann durch. Wir haben eine Möglichkeit, dass wir zum anderen, zum Bahnhof fahren und das ganze Holz verkaufen. Ich habe den Eindruck, wir kriegen da mehr, wenn wir den Zug nämlich noch fahren lassen, aber es ist immer so eine Gurkerei, ne? Das ist halt das Problem. Und ich versuche mal, die zu erwischen. Nicht so ein Durcheinander. So. Da ich mir letztens mal überlegen, ich weiß nicht, spielt von euch jemand Rocket League oder wie das heißt? Oder mit diesen Autos, diesen Riesenball, wo du quasi Fußball spielst? Oder was gibt es doch noch eine Erweiterung mittlerweile oder ein Update, wo du auch Basketball spielen kannst in dem Sinne? Macht das Spaß? Lohnt sich das? Spielt ihr das noch? Mich mal interessieren, nur falls zufällig jemand von euch das Spiel hat. Oder sagt ihr, hey, dann machst du ein paar Runden und dann irgendwann ist dann doch langweilig. Obwohl, da könnte ich auch mal die Jungs fragen. Fällt mir gerade ein von Burning Gamers. Die spielen das mich auch. Da bin ich erst durch auf die Idee gekommen. Und irgendwie ist das schon ganz interessant, das Konzept des Spiels. Mal so für die Kurzweile, sage ich mal. Ne? So. Wenn ich jetzt den drauf habe, dann gucken wir mal nach dem Drescher. Der ist fertig sogar, siehst du? Dann tanke ich den mal ab und dann geht er zum nächsten Feld. So. Oh, das ist schon ein nettes Teil, ne? Nein. Falsches Gerät. So, warte mal. Nee, das war. Nein. Ach, das war Dreieck, ne? Ja. Okay, etwas drüber. Das liegt aber daran, weil wir noch das falsche Schneidwerk haben. Dieser könnte ich auch noch für sparen. Dann ist er nämlich noch schneller fertig. Also nochmal.
das ist auch nicht denn normalerweise in so einem Drescher siehst du das dann in der Kamera oder so? Weil das ist ja schon schwierig, was da drin ist, ja? Wahnsinn. Ich will mal gucken, ob wir das Korn eventuell dann verkaufen. Jetzt will ich mal die Preise anschauen. So, dann zum nächsten Feld. Okay. Jetzt machen wir weiter von den Helfer. Und ich wollte mal kurz gucken, was der Kornpreis macht. Gerste sieht gut aus. 1412. Und ihr habt gesagt, hey Tom, das ändert sich jede Stunde in der Preis. Okay, du musst immer mehr ein Auge drauf haben. Und klar, wenn du abgegeben hast, das wusste ich aber schon, dass dann der Preis auch in Keller geht. Erstmal kurzweilig. 1412 Gerste. In der Bäckerei. Okay. Wäre eine Option, ne? Haben wir auf jeden Fall genug Geld zusammen. Ja, bisschen so tief gewesen. Schön ist an der Poltergabel wirklich, dass du, wenn du den Baumstamm ranziehst, dass der sich dann immer schön zurechtlegt, also auch wenn du ein bisschen schräg bist oder so, ne? Und wenn ihr dann den Baum aufnehmen wollt, müsst ihr das immer so machen. Also so nimmt man dann den Baum auf und dann zieht man sich den Stamm ran, wenn man den Haken zumacht. Ja, ist doch gleich voll. Ist doch super. Okay, das neue Feld läuft auch. Da haben wir ja noch zwei andere Felder. Die werden dann sicherlich dann auch soweit sein. Dass wir den Drescher schön in eins durchjagen können. So das teure Ding auch lohnt. Ja, und in der Tat, wir müssten den mal waschen, aber ich weiß, ich finde es irgendwie auch cool, so wie der jetzt aussieht. So schmuddelig ist er hier. Wisst ihr was? Den waschen wir erst. Den, hier unseren Holztransporttraktor, den waschen wir erst, wenn diese Wiese hier leer ist. Vorher kommt der hier nicht weg zum Waschen. Das geht einfach nicht. So, also, ne? So, zack. Ranziehen. Hochnehmen. Glücklich sein. Das geht auch sehr gut mit dem Radlader, aber das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Da musst du nämlich mehrere Stämme nehmen. Mit einem kriegst du da eigentlich kaum hin. Und wenn du viel üben willst, dann musst du ihn so auflegen, wie ich das gerade gemacht habe. Dann rollt auf einer Seite wieder runter und du legst ihn nochmal auf. Praktisch, wenn man nur einen Stamm hat. Zum Üben. War das ernst gemeint? Nein, es ärgert mich gerade. So. Also aktuell ist es so, dass die Folgen hier zweimal die Woche kommen. Es wäre dann Montag wieder soweit, wobei ich am Überlegen bin, vielleicht ändere ich das noch. Dass wir vielleicht Dienstag und Samstag machen, dass es nicht so weit auseinander liegt. Also dass man mehr quasi auf die Woche das besser verteilt hat, wäre auch noch eine Idee. Muss ich mir nochmal überlegen. Wenn ich schaffe, dann poste ich auch immer die Termine auf Facebook und gegebenenfalls dann auch auf Google+. So. Nein, Papier.
Mal müssen wir. Der muss mit. Den lasse ich nicht hier. Umso voller das wird, umso schwieriger wird es zum Positionieren, aber ich denke mal. Ah, wenn ich jetzt wieder ein Stück zurückrolle, ich sehe schon kommen, dann. Ich versuch's mal. Fällt er mir wieder runter. Ja, ich dachte gerade, vielleicht geht er noch da rein, aber das steht natürlich noch blöder. Mist. Der muss mit. Da geht kein Weg dran vorbei. Den werden wir dann ein bisschen fixieren mit dem Arm. Dass der nicht unterwegs wieder runterfällt. Und ich packe ihn jetzt einmal ganz nach oben. Versuch's nochmal. Oder. Ja, doch, der wird da nicht halten. Also, ich hätte ihn gerne hier zwischen, so, weißt du? Hier. Ich glaube, da wird's halten. Jetzt ist er eigentlich so gefallen, wie ich ihn immer haben wollte, aber. Das geht nicht gut. Das geht nicht. Ich muss den hier rüber schubsen. So. Perfekt. Super. Die Fuhre bringen wir dann weg. Ja, doch, das könnten dann die 100.000 schon mal sein. So, was macht er hier? Das sieht gut aus. Okay, wir sind dann aber erstmal durch. Und wie gesagt, guck mal, entweder Montag 16 Uhr oder wenn nicht, dann schiebe ich es auf Dienstag. Müsste dann getauscht werden halt mit American Truck Simulator oder ATS. Also nur von dem Erscheinungstag, ne? Ansonsten bemühe ich mich schon, oder aktuell ist es auch so, dass alles einen festen Platz hat. Also am Montag kommt zum Beispiel dann auch wieder die Belgic Profonte und Dienstag startet dann auch wieder die Gamston. YouTube, macht's gut!